Hi Leute und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Neo 2. Heute werden wir einmal in eine neue Region reisen und dem Schmied folgen. Es sind zwar noch ein, zwei Nebenmissionen offen, beziehungsweise ein Neben, eine Zwielicht, aber ich möchte nicht zu viel Sachen wiederholen, deswegen schauen wir erstmal hier jetzt in eine neue Region rein. Ich denke, ihr habt da auch Bock drauf und wir schauen mal, wie es weitergeht. Der erste, dem Hideyoshi diente, war Oda Nobunaga, der junge Herrscher über die Provinz Owari. Nobunaga hatte hochgesteckte militärische Ziele und einen unübertroffenen Drang, das Unbekannte zu erkunden. Und den kennen wir auch schon aus dem ersten Teil. Koko Mino kara minami ni kudatta toko ni Oda ke no kuni da. Toshu wa Nobunaga-sama. 最近勢力を伸ばしている新鋭の若い大名らしい。しかしな、この信長様はうつけだって噂もある。Und Nobunaga führt den Clan an. どっちにしろ、道山様が娘を預けるほどの男だ。 Und unser Meister Dōsan gab ihm seine Frau. Guck mal da, also unser Schmied gab Nobunaga, dem Clanführer, seine Tochter zur Frau. Wer hätte das gedacht? Burg Kyosu. みのより落ち延びてまいりました。商人の藤吉郎と申します。隣は仲間の秀野、秀千代。この度は拝謁をお許しください。誠に恐悦にございます。 うぬは汎用か。よく顔を見せよ。 初めて見る光じゃ。面白い。お主ら二人、今日からこの信長の客となれ。お別れ、感謝いたします。おい。<笑>うん。<笑>して、父の最後はいかようであった。 Tja, das werden wir noch herausfinden, ob Meister Dōsan überlebt hat, oder? Er hat sich ja zuletzt in den Kampf gestürzt, nach dem Kampf mit der Viper. Wir werden sehen. Die erste Mission auf der neuen Karte Okiha Samas, verborgene Monster. Welche Überraschung! Sie haben uns bei sich aufgenommen, dabei sind wir doch Fremde und sie wissen gar nichts über uns. Der gute alte Tokichiro muss sie ganz schön beeindruckt haben. Aber jetzt wird es hier brenzlig. Denn eine große Streitmacht des Feindes scheint bereits auf dem Weg hierher zu sein. Aber davon lässt du dich wahrscheinlich nicht abschrecken, oder? Ich? Ich will das Schwert nicht mit meinen Mitmenschen kreuzen. Nein, das überlasse ich lieber euch anderen. Das überrascht mich jetzt. Aber gut, Mumio. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Du bist eine Kriegerin. Und du hast uns schon in einer Mission begleitet. Also, ich verstehe den Rückzug nicht. Vielleicht klärt sich das noch auf. Umgeben von steilen Bergen liegt im Westen der Provinz Owari ein Ort namens Okehazama. Die abschüssigen Hänge können Truppen hervorragend verbergen, weshalb sich dieser Ort für eine Rast auf langen Märschen geradezu anbietet.
Das Tal ist zwar weitläufig, doch es mangelt an bewohnbarem Land, weswegen hier schon lange niemand mehr lebt. Nur Gesetzlose und Deserteure verschlägt es manchmal in das Tal. Doch danach hört man nie wieder von ihnen. Hin und wieder trägt der heulende Wind ein Ächzen herüber. Von wem oder was es wohl stammt? Im Hintergrund ein Blitz. Und richtig, es ist richtiges Scheißwetter. Kono Nobunaga ni inochi wo azuke yo. Eran wa teki no taishou Yoshimoto no kubi. Suzuke! Also, das war ein sportlicher Vertreter und der hat einen richtig, richtig geilen Speer. Für alle, die auf Speer gehen, ist der wahrscheinlich nicht der schlechteste. Hören wir uns mal an, was er zu sagen hat. Oda ni tsuite soso, dekai ikusa ga hajimaru to wa, tegara o tateru ii kikai da na. Oda ni tsuite soso. Als ob wir das noch müssten, oder? Erst einmal abspeichern. Alright. So. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob er uns freundlich gesinnt ist. Anscheinend ja. Kono yama o koeriya Imagawa no honjin no chikaku ni deraleru nda ga Ayakashi ga sukutete ikesou ni ne. Omae mo shinitaku ne nara yamete oke. Kono yama o koeriya Imagawa no honjin no chikaku ni deraleru nda ga Ayakashi ga sukutete ikesou ni ne. Omae mo shinitaku ne nara. Tja, hier geht's aber nicht hoch. Dann lass uns mal den richtigen Weg finden. Ach so, er versperrt den Weg. Also muss es irgendwo noch einen anderen Zugang geben. So, Gestenmenü offen. Geöffnet. So, hier ist Sackgasse. Also, wo will er denn, dass wir lang gehen? Hier ist doch alles dicht. Hier ist alles dicht. Können wir die Leiter irgendwie runterschießen? Also, ich weiß gerade nicht, wo er will, dass wir langlaufen. Oder sollen wir uns irgendwie vorbeischleichen? Geht das? Hier geht's nicht hoch. Tja. どいてほしいのか。
Ja, genau. Gestmenü, Optionen. Aber wo soll ich jetzt hin? Irgendeine spezielle Geste ausführen. Verwirrt. Salto. Los geht's. Nanda, omae. Doke tte no ka? Also, das war die richtige Geste. Eine Sumo-Ringer-Geste. Alright, okay, gut. Unglaublich, wie viel selbst dieser kleine Jöckel hier aushalten, bevor die mal sterben. Und hier war's das. Und da hinten wartet ein Sodama auf ein Geschenk. Und ich, liebe Freunde, hier gab es einen Erdrutsch. Und ich, liebe Freunde, warte auf eine bessere Glefe. Denn die ist nicht besonders gut. Ich hoffe, dass irgendwas Besseres droppt. Dann können wir nämlich auch direkt den Wetzstein einsetzen. Für diese Standard-Glefe möchte ich den einfach nicht verschwenden. Wer es nicht weiß, mit dem Wetzstein kann man die Waffen noch verstärken. Ich hoffe, dass mal bald irgendwas Besseres droppt. Haben wir hier Munition. Haben wir. So, da wartet der erste Dicke. Gehen wir mal hier lang. Hier können wir, glaube ich, die Abkürzung freischalten. Habe ich so ein Gefühl, dass man die Leiter da droppen kann. Na komm. Das war knapp. Das war richtig knapp. Das war kurz vor Tod. Okay. Das war das. Ich hoffe, ich liege richtig. Ich hoffe, hier geht's zur Leiter. Irgendwo nach draußen. So, der erste Kodama. Was ist das für einer? Der ist anders. Und der sieht böse aus.
Alright. Also, ich möchte unbedingt die Abkürzung erreichen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Dass das der richtige Weg ist. So, hier sind wir draußen. Eigentlich schon mal ein gutes Zeichen. So, mein Kleiner, der ist für dich. Na komm. Was ist los? Der will keine Frucht mehr. Haben wir mittlerweile irgendwas Sinnvolles? Irgendwas, was der Frucht ähnelt? Irgendwas? Heiliges Wasser will er nicht. Salz will er auch nicht. Das habe ich schon probiert. Salz war eigentlich klar, aber... Tja, ansonsten, was könnte er noch wollen? Was haben wir denn hier? Tja. Eigentlich ein gutes Item, aber... Ich riskiere es trotzdem mal. Denn ich habe es bis jetzt gar nicht gebraucht. Also ich bin gespannt. Na komm schon. Was sagst du dazu? Hey, das mag er. Besserer Luck. Und die Frucht zurück. Na gut. Okay, hier sind wir richtig. Alright. Freunde, dann würde ich sagen, war das hier die Vorgeschichte zur Hauptmission. Wir werden in dem nächsten Part uns den Weg durch die Höhlen schlagen. Zur ersten, so scheint es zumindest, großen Schlacht hier im Spiel. Er hier ist, nein, er ist noch da. Also ich bin gespannt, wo es hingeht. Oben gab es ja noch einen anderen Weg, den werden wir auch erkunden. Da gab es noch eine Abzweigung in der Höhle. Ansonsten noch, ja, eine andere Möglichkeit. Wir werden sehen, wohin die beiden Wege führen. Das war's hier für diesen Part. Richtig los geht's dann im nächsten Part. Dann werden wir schauen, dass wir vielleicht sogar diese erste Hauptmission hier in dem neuen Gebiet beenden können. Danke fürs Zusehen für heute und ciao.